Topfgucker TV empfiehlt. Nochmal herzlich willkommen im Unico. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie kommt ein deutscher Koch zur japanischen Küche? Ist bei mir ganz einfach. Ich habe ganz klassisch gelernt und bin dann vor 13 Jahren tatsächlich auf zwei Sushi-Meister gestoßen. Nämlich hier oben im Kamea Grand in Bonn war damals der Yu-Sushi-Club. Ja, richtig, Yu-Sushi-Club, schwieriger Name. Und bin auf Mitsu und Takashi gestoßen. Der eine aus Tokio und der andere aus Osaka. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass es erstens ganz tolle Menschen sind und dass meine Klassik der französischen Küche mit diesen neuen Produkten, neuen Techniken unheimlich gut fusioniert werden kann oder auch harmoniert und da ganz neue Geschmacksbilder entstehen. So, und das fand ich so spannend, dass wir das weiterentwickelt haben und dann daraufhin in den letzten 13 Jahren unsere eigene Handschrift entwickelt haben, was mir immer ganz wichtig ist, dass jeder Koch seine eigene Handschrift immer so ein bisschen entwickelt. Und mittlerweile werde ich die japanische Kochweise in meinem Stil nie wieder ablegen können, weil wir einfach damit auch einen super Erfolg haben. Ganz, ganz, ganz tolles Geschmacksbild für unsere Gäste zaubern, immer wieder neu sind, sehr kreativ. Ja, auch sehr viele Überraschungen für die Gäste, weil natürlich Techniken dabei sind, die jetzt nicht jeder kennt oder auch Wörter. Und das macht den Gästen und vor allen Dingen uns und meinem Team auch Spaß. Ja. Das Geheimnis meines Erfolgs liegt, glaube ich, darin, dass ich als allererstes sehr menschlich bin, sehr zugänglich. Mir ist das Team extrem wichtig. Es ist wie eine Familie, gepaart mit einem leichten Perfektionismus tatsächlich, aber nicht zu doll, sondern ich hinterfrage immer, was haben unsere Gäste davon? Mögen die das, was wir machen? Ist das der richtige Weg? Wollen die das überhaupt auch? Ja? Ich meine, wenn jetzt ein Deutscher anfängt, Japanisch zu kochen, ist das natürlich dann der eigene Weg und die eigene Idee. So, aber die muss auch bei den Gästen ankommen, meines Erachtens. So, wenn ich jetzt damals, ich mache das immer gerne mit Blau und Rot, wenn ich einen Stil entwickelt hätte, der blau ist und die Gäste wollen aber gar kein Blau, die wollen nämlich Rot haben, ist das für mich immer wichtig, kommt das bei den Gästen an? Wollen die das auch? Verstehen die das überhaupt, was wir machen? Und ist das dann eine langjährige Geschichte, die wir hier auch aufbauen können? Das war mir auch immer wichtig und das ist, glaube ich, auch ein großes Ding meines Erfolgs, dass es nachhaltig sein muss und für die Zukunft. Ja, ich möchte kein Restaurant aufmachen, was jetzt nur 1, 2, 3 Jahre besteht, sondern das soll schon ein bisschen länger sein. Und das haben wir jetzt mit dem achten Mal den Stern verteidigt. Ist das schon eine schöne Geschichte. Aber nie zu verbissen, sondern eher mit ganz viel Spaß. Ja, was machen wir heute? Als Koch hat man natürlich auch in seiner Karriere so ein paar Signature-Gerichte. Und es gibt bei mir ein Gericht, das kennen viele Köche, die bei mir gearbeitet haben. Das ist nämlich die Königsmakrele. Das Ganze als Tataki, also schön gegrillt, dass es so ein bisschen Röstung kriegt, das Fett so ein bisschen schmilzt. Dann kommt oben drauf ein wunderschöner Saiblingskaviar. Dann machen wir eine Avocado-Spalte, die wir ganz kurz in Jutsu-Saft einlegen, damit sie erstens nicht braun wird und noch ein bisschen mehr Aroma kriegt. Dann machen wir die Avocado als eine Avocado-Creme mit ein bisschen Senf ist die gemacht und ein bisschen Eicreme. Eicreme übrigens ist bei uns die Mayonnaise, aber im Fine Dining bei uns sagen wir keine Mayonnaise, sondern Eicreme. Ja, es hört sich mal für den Gast besser an. Dann machen wir da schön ein bisschen japanisch gepickeltes Gemüse drauf, geht über Kohl, bisschen Daikon, also den Rettich, bisschen schön Kapuzinerkresse, Venenkresse, paar Blüten. Ich bin auch bekannt, dass ich mit Blüten arbeite. Und um das Ganze dann natürlich zu verenden in der Signature, gibt es meine Signature-Soße, nämlich die weiße Sashimi-Soße, die Shiroi Daku, das ist japanisch übersetzt. Ganz interessant. Ich kann ganz kurz die Geschichte anschneiden dazu. Auf der ganzen Welt wird immer Sojasauce zum Sashimi gegessen oder zum Sushi, also die ganz schwarz. Und ich hatte vor Jahren mal die Idee, wir machen das Ganze mal als eine weiße Sashimi-Soße. Ja, und warum die Shiroi Daku, also die weiße Sashimi-Soße, so schneeweiß ist, wie sie ist, erzähle ich euch gleich in der Küche und in meinem Rezept. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.